Ja, herzlich willkommen zu einem vierten Teil bezüglich Donald Trump Nachtrag. Es ist ja momentan aktuell alles sehr, sehr spannend. Und der Auslöser dieses Videos ist, dass ich vor 2 Tagen, also wir haben heute den 28. März, Nachmittag um circa, ja, deutsche Zeit 15:54 Uhr. Und vor circa 2 Tagen hatte ich eine kürzere Nacht, bin aufgewacht morgens um 3 Uhr. Und wie es halt so Astrologen geht, immer wieder mal, wenn man dann vielleicht nicht einschlafen kann, dann dreht man den Chart von irgendwelchen Leuten oder Ereignissen im Kopf, um zu verstehen, was momentan geschieht. Ja? Und dann kam eine, ja, Inspiration, so möchte ich es mal beschreiben, die mir jetzt sehr, oder ja, kaum Informationen, ja, Sie kennen das, man bekommt plötzlich Gedanken, man sieht den Chart irgendwie anders. Und das möchte ich mit Ihnen teilen, was ich da gesehen habe und wie sich das jetzt hier in den weiteren Zeiten mit Donald Trump dann zeigen wird. Erstmal vorweg, auch wenn er jetzt nicht seitens der Medien als Präsident behandelt wird, und wenn er auch nicht von der Weltenbühne als Präsident wahrgenommen wird, ist es für mich so, basierend auf meiner astrologischen Analyse, dass es für mich der Donald Trump kein gestürzter Präsident ist. Und zwar auch für astrologische Laien relativ leicht erkennbar. Ich möchte da nur noch mal darauf hinweisen. Und zwar in seinem Unterhoroskop, wo es nur um den Status, die Macht geht, ja und so, da hat er einen starken Jupiter in den Fischen im 11. Haus. Und wenn Sie einen guten Jupiter im eigenen Zeichen haben und Sie waren schon Präsident, dann können Sie nicht stürzen. Also es ist schier unmöglich, ja. Und ähnliche Situation haben wir im Navamsa, das ist das 9. Unterhoroskop, wo, ja, man kann sagen, wo das Glück im Leben auch eben dargestellt ist. Und auch hier hat er einen starken Jupiter. Und warum Jupiter? Warum rede ich da so drüber? Weil das momentan seit dem Jahr 2013 bis 2029 sein sogenannter Hauptphasenherrscher ist. Das heißt, Donald Trump ist, wenn Sie so wollen, in einer jupiterischen Phase. Und dieser Jupiter herrscht in seinem Haupthoroskop über das 5. Haus. Das 5. Haus ist auch ein Glückshaus. Jupiter steht für Glück. Und wissen Sie, damit jemand, der schon Präsident ist, gestürzt werden kann, dann muss die andere Seite sowas von super gut und so viel Glück und so viel Dusel haben, dass die an die Macht kommt. Denn mit diesem Chart, ja, das sind jetzt mal ganz einfache Hinweise, konnte ich den Sturz nicht sehen. Und so, wie wir auch durch die Berichte, es ist ja schwer, sich abzugleichen, ja. Wenn wir heute die Zeitung aufschlagen, dann lesen wir da ganz andere Sachen. Und letztlich ist das Problem, wir wissen überhaupt nicht, was die Wahrheit ist, ja. Ich kann zu Ihnen jetzt durch die Botschaften des Himmels sozusagen sprechen, was ich halt da sehe oder meine sehen zu können, ja, so muss ich sagen, ja. Und ich hatte ja auch gedacht, dass er jetzt in der Hauptphase Jupiter und der Phase Ketu, das ist hier, ja, die läuft ja noch bis 8. Juli. Und wenn man das Zeitfenster noch kleiner macht, da hatte ich im letzten Video auch schon drüber gesprochen, dann ist er ja jetzt am 27. März ist er gewechselt von Jupiter Ketu Jupiter in Jupiter Ketu Saturn. Gut, es ist auf der dritten Ebene. Dieser Saturn tut also dem Donald Trump nicht so weh, weil auf der dritten Ebene werden die Wirkungen nicht so stark erfahren. Aber interessant ist, dieser Ketu, und da jetzt komme ich zu dem Thema, was mir da jetzt noch so klar wurde. Dieser Ketu steht schon mal für Dinge, die im Verborgenen laufen. Ketu ist der absteigende Mondknoten. Ketu hat keine Augen, also ist nicht die Kraft, die primär im Außen wirkt, sondern die tut mehr Dinge
im Hintergrund. Ja? Ketu steht in der Fixsternposition Mula. Was ist Mula? Mula heißt das Problem an der Wurzel packen. Ich zeige es Ihnen mal. Was? Vielleicht habe ich sogar da. Also, wo haben wir es? Hier. Schauen wir nochmal Mula nach, weil das sagt, glaube ich, sehr viel aus über das, was da momentan passiert. Und wir sehen es nicht. Das ist das Problem, weil da wird der Biden gezeigt und der macht die und die Gesetze und die Schritte veranlasst er. Und naja, der Donald Trump wird beim Golfen gezeigt. Obwohl jetzt natürlich ist schon einiges Gutes passiert, ja, für diejenigen, die eben auch sich wünschen, dass lieber Donald Trump Präsident ist, denn er hat jetzt seine eigene Plattform angekündigt und er ist wohl immer noch sehr eng mit dem Militär und immer noch, es gibt sogar Leute in der Presse bei Interviews, die ihn immer noch als Mr. President ansprechen, weil offensichtlich diesem Menschen klar ist, dass er die Wahl nicht verloren hat. Jetzt zu diesem Nakshatra, das wollte ich Ihnen zeigen. Also Nakshatra ist, in der vedischen Astrologie ist der Himmel in 27 Abschnitte nochmals unterteilt, nicht nur die 12 Zeichen. Ja? Und, müssen Sie das da wegmachen, Moment, ausblenden, ausblenden, ausblenden. Na, was ist denn jetzt hier? Wieso geht es hier nicht weg? Oh. Machen wir das mal anders. Ich wollte Ihnen ja zeigen, das Nakshatra Mula. Ich weiß jetzt nicht, warum wir das hier. Moment. Notiz ausblenden. Notiz ausblenden. Ach. Ich glaube, ich brauche eine neue Brille. Aber es werden immer mehr. Ja, Mama macht das Excel Besonderheiten. Also, ich wollte Ihnen zeigen, das Nakshatra Mula. Das muss ich jetzt so machen. Mula, wo ist es denn? Hier. Auf die Seite blättern, den ganzen anderen Zeug da. Mula, hier. Und das tue ich jetzt mal hier hoch. Moment. Ja, das kann man jetzt lesen. Schauen Sie her. Mula stellt Wachstumsimpulse und Quellen zur Verfügung, die sehr gut für spirituelle Pfade geeignet sind. Dadurch sind die Menschen in Richtung spirituelles Streben inspiriert. Sie sollen nach den Wurzeln von allem suchen. Das ist ein wichtiger Punkt, weil symbolmäßig wird Mula auch als Wurzel dargestellt. Das heißt, wenn jemand jetzt eine Zeit hat, wo diese Fixsternposition ausgelöst ist, der arbeitet nicht auf der Oberfläche. Weil schauen Sie mal, hier heißt es dann, Sie soll nach der Wurzel von allem suchen, also nach dem Grundübel, wenn Sie so wollen, die Illusion zerstören und über die Begrenzungen dessen hinausgehen, was nur oberflächlich ist. Mula ist furchterregend und zerstört uns. Ja, damit ist jetzt nicht gemeint, dass es tödlich ist, sondern es ist gemeint, diese Energie ist jetzt keine, die nimmt die Dinge einfach auseinander, um zur Wahrheit zu kommen. Ja, so muss man einfach mal sagen, ja. Aber wenn wir die Funktion der Zerstörung respektieren als eine vorherige Stufe für eine neue Schöpfung, dann erhalten wir eine günstige Energie von Mula. Und durch Mula können wir das zerstören, was die Zerstörung verdient hat. Wir können unseren wahren Ursprung finden, unsere wahre Wurzel und all das zerstören, was nur oberflächlich ist. Ja? Gut, das heißt also, es geht hier um die Grundursache und mehr nach den nicht sichtbaren Dingen zu streben. Und Ketu, der Planet, der ja hier drin steht, ne, der steht ja in dieser Fixsternposition Mula. Ketu selber ist mehr Rückzug und arbeitet verdeckt, sage ich jetzt mal. Und Mula, dieses Nakshatra, habe ich Ihnen gerade vorgelesen. Damit wird es nochmal verstärkt. Und jetzt wird es noch interessanter. Dieser Ketu steht zusammen mit dem Mond und regiert das 12. Haus. Das 12. Haus ist auch das Unsichtbare oder das Verborgene, das, was wir nicht sehen. Ja? Also da, was ich damit sagen möchte, ist jetzt erstmal, dass für mich der Donald Trump die Wahl gewonnen hat, nicht verloren hat. Er ist kein gestürzter Präsident. Das Schwierige ist natürlich jetzt das Timing, wann genau wird er wieder auch für die normale Welt in Anführungsstrichen in Amt und Würden zu sehen sein. Das ist was anderes. Aber
Er hat diese beiden Planeten, der Ketu steht hier auch im fünften Haus. Das fünfte Haus steht auch für Erfolg, ist auch ein Glückshaus. Und jetzt komme ich zu meinem Traum, ja, wo ich Ihnen was sagen wollte. Ja. Denn Jupiter, der Planet, steht auch für Kinder. Und dann ist mir eingefallen, das fünfte Haus steht ja auch für Kinder. Damit haben wir eine Verdoppelung der Aussage. Ketu steht im Haus der Kinder, im fünften. Dadurch repräsentiert er auch Kinder. Und das Ganze jetzt zusammengewürfelt würde bedeuten, was ich jetzt nicht medial bestätigen kann, ja, dass irgendwas im Untergrund läuft, was mit Kindern zu tun hat. Ja. Inwieweit das stimmt, inwieweit man hat mal irgendwie mal kurz was gesehen, aber das ist jetzt nicht etwas, was ich als Beweis anführen könnte. Ich möchte es Ihnen nur mal von der astrologischen Seite zeigen. Und das bedeutet, dass wir wahrscheinlich das, was wir über die öffentlichen Kanäle und leider auch die alternativen Kanäle, weil natürlich, wenn es wirklich was ist, was wir nicht hören sollen, dann erfahren es wir jetzt nicht. Und wenn Geheimoperationen laufen, dann, wie das Wort schon sagt, geheim, dann erfahren es wir natürlich auch nicht. Und so ist er, ja, für mich nach wie vor in einer Machtposition. Und das mit dem Joe Biden ist eine Übergangserscheinung, ja, weil das habe ich Ihnen schon erklärt. Und der Donald Trump dient zwar auch wieder, wie ich schon in den vorherigen Videos gesagt habe, einen höheren Plan. Das wollen wir jetzt nicht nochmal vertiefen. Da kommen wir mal an geeigneter Stelle später nochmal intensiver drauf zu sprechen. Aber es hat hier astrologisch für mich stärkt sich der Eindruck, dass im Hintergrund Dinge laufen, die mit Kindern zu tun haben. Und jetzt kommt er ja. Also jetzt hat er bei ihm die Zeit gewechselt. Am 27. März ist er gewechselt von Jupiter Ketu Jupiter in Jupiter Ketu Saturn. Aber auch von Saturn ausgezählt, ja, wenn Sie schauen, beziehungsweise von Jupiter ausgezählt, herrscht Saturn über das fünfte Haus. 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, auch in dieser Unterphase Saturn bleibt das Kinderthema präsent. Wird er jetzt schon wieder offiziell hier auftreten? Ja, ich hatte das prognostiziert, weil eben das fünfte Haus für mich, weil ich mir dachte, ja, was will ein Politiker, wenn er Erfolg hat? Ja, dann wird er den Erfolg halt in der Form haben, dass er da die Wiederwahl oder den Sieg einfährt. Ja. Aber er fährt einen Sieg auf einer anderen Ebene ein, wo es um Kinder geht und eine Aktion, die im Verborgenen läuft. Und wenn das ans Licht kommt, ja, dann wird dies seine Popularität extrem fördern, weil schauen Sie mal, dieser Saturn hier, der ist jetzt auf der dritten Ebene ausgelöst ab 27. März. Und hat als beide Nachbarn Venus und Merkur. Das sind zwei Planeten, die dem Saturn gut tun. Der mag die beiden, weil das macht den Saturn stärker. Saturn regiert das siebte Haus und das siebte Haus steht für die Öffentlichkeit. Es ist auch das sekundäre Haus der Macht. Das bedeutet, wenn dieser Mond, Entschuldigung, wenn jetzt eben dieser Saturn hier ausgelöst wird auf der dritten Ebene, dann wird dies durch etwas, was im Verborgenen gelaufen ist und dann aber ans Licht kommen wird, seiner Popularität enormen Zugewinn bringen. Weiß, viele haben vielleicht auch schon ganz andere Sicht und. Ich muss einfach bei dem bleiben, was man da sieht, und es war toll. Da war es, vorgestern war das, ne, wie ich da aufgewacht bin, 3:50 Uhr morgens, kommt mir das Horoskop von Donald Trump in den Kopf. Denke, was ist denn jetzt los? Ja. Und aber das ist eben das. Die Planeten stehen für so viele Bedeutungen und du musst dich ja auch irgendwie festlegen, ja, Jupiter steht für Glück, okay, Jupiter steht für Erfolg und Wachstum. Jetzt denkt man beim Politiker primär erstmal nur an Wahlen, aber wenn da ein höheres Ziel dahinter ist, dann
können die Dinge eben erst einmal zeitlich verschoben ablaufen. Und wichtig ist auch zu wissen, wenn ich die Geburtszeit nur um ein paar Minuten nach hinten schiebe, also ihn früher geboren sein lasse, bleibt er natürlich Aszendent Löwe und dann wird der Saturn auf der dritten Ebene auch erst Mitte April ausgelöst. Ja, dann wäre er immer noch bis Mitte April in Jupiter, Keto, Jupiter. Deswegen müsste man beim Donald Trump erstmal eine sogenannte Geburtsurzeitkorrektur machen auf die Minute, um vom Timing her wirklich das auf die Woche oder auf den Monat genau sagen zu können. So kann ich es Ihnen nur sehr eher ein bisschen vage sagen, was ich sehen darf. Und das hat eben damit zu tun, dass die nächsten Monate da was geschehen wird und auch schon geschehen ist. Bloß wir sehen es nicht. Was uns gezeigt wird, das ist ja, ganz eine andere Nummer, die im Hintergrund läuft. Und vor allem, was auch interessant ist, am Mitte des Jahres kommt denn die Hauptphase Jupiter unter Phase Venus. Und jetzt schauen Sie sich mal die Venus an. Die Venus regiert das zehnte Haus und das zehnte Haus steht für Macht. Das bedeutet, wir sind jetzt höchstens in einer Übergangsphase. Ich hätte gedacht, dass das schon früher irgendwie zum Tragen kommt, weil er eben auch in seinem Unterhoroskop für die Karriere, ja, da hat er ja den Ketu hier in einer guten Position stehen im vierten Haus in den Zwillingen, dessen Herrscher Merkur ist auch in ganz guter Hausposition. Und so kam das aber jetzt eben, hätte gute Voraussetzungen, aber wir sehen ja auch, wir haben hier mit Ketu das 12. Haus beteiligt und auch das zeigt an, dass er Ketu und 12. Haus hier, ja, zeigt an, dass er zwar erfolgreich ist, aber mit etwas, was wir nicht sehen. Was wir jetzt noch machen, ist, dass wir sein Jahreshoroskop anschauen, okay? Das heißt, er hat ja auch ein, man nennt es in der indischen Astrologie, ein Varshapal. Und da ist immer ein wichtiger Planet, der Herrscher des Aszendenten, ja, er ist dort Krebs. Sie sehen übrigens auch schon hier wieder in dem Jahreshoroskop Sonne und Rahu. Das heißt, er befindet sich sehr stark mit Aktivitäten auch im Verborgenen. Können wir hier wieder sehen. Aber jetzt hier, Mond, das ist ja er, ne, weil Mond ist der Herrscher des Aszendenten Krebs. Wo sitzt er? Er sitzt hier, also dargestellt durch den Mond, im 9. Haus. Im 9. Haus. Und zwar ist das ein Glückshaus. Erstmal so viel. Da kann man schon mal weniger stürzen. Deswegen bleibe ich da immer ganz klar bei meiner Aussage, dass er nicht gestürzt ist. Mars steht mit dem Mond zusammen und beeinflusst ihn ja dadurch. Wofür steht Mars? Mars steht für Kämpfen. Er herrscht über das 5. Haus. Da haben wir wieder das Thema Kinder. Da habe ich dann dadurch eine, wenn Sie so wollen, eine Art Bestätigung bekommen, ja, für das, was sich hier mir aufgetan hatte, ja, wie mir da sein Chart wieder in den Kopf kam mit dem 5. Haus. Das sieht man jetzt hier auch nochmal an dem Varshapal. Und dieser Mars ist ja auch günstig aspektiert durch den Merkur und durch Jupiter. Das bedeutet, schauen Sie mal, es wird irgendwas Günstiges passieren, was mit Jupiter zu tun hat. Und Jupiter regiert das 6. Haus. Das 6. Haus steht für Feinde. Da drin steht Ketu. Das ist Befreiung. Ja. Ja, also irgendwas läuft und es bleibt spannend. Wollte ich Ihnen einfach mal nur so ein Update doch mal geben. Es ist schon, mein, vielleicht liege ich auch total daneben und er ist jetzt von der Bildfläche weg und Joe Biden regiert die nächsten 4 Jahre durch. Ich glaube das aber, wie gesagt, nicht. Ja, das Timing ist jetzt noch das Delikate, ne, weil seit 20. Januar sind jetzt doch schon über 2 Monate vergangen
Und wir sind da in so einem komischen Zustand, was ja auch eine gewisse Unsicherheit darstellt. Aber wenn die Dinge so laufen, wie ich sie jetzt gerade da so dargestellt habe, dann kann es ja eine sehr, sehr große Aktion sein, weil wir wissen ja auch, dass in der, der darf jetzt nichts sagen, aber wir wissen ja auch, dass mit diesem Thema des fünften Hauses, mit diesen kleinen Menschen, ja, viele unschöne Dinge leider gibt. Und wenn hier eingegriffen würde, das wäre natürlich, ja, so, aber mehr darf ich jetzt hier nicht sagen. Und ansonsten lesen Sie meinen Newsletter, da kann ich ja dann doch immer ausführlicher darüber berichten. Und der wird jetzt auch Ende März verschickt mit einem großen Thema, wo wir uns mal ja auch mit weiteren Offenbarungen und Zeitqualitäten anschauen, um das generelle Geschehen in der Welt besser einsortieren zu können. Wenn Sie da schon eingetragen sind, dann umso besser, dann kriegen Sie den automatisch. Ansonsten haben Sie unterhalb des Videos einen Link, da kommen Sie auf meine Seite, können sich eintragen und dann kriegen Sie automatisch gratis einmal im Monat einen umfangreichen Newsletter zum Weltgeschehen, zur tiefen Analyse dessen, was alles so passiert in der Welt, auch aus spiritueller Sicht und vieles mehr ist da drin. Nehme da immer sehr viel Zeit. Ich glaube, ich brauche pro Newsletter ungefähr immer 2 Tage, manchmal sogar 3 Tage, ganze Tage, bis ich den fertig habe. Also das ist nichts hoppla hopp. Und ja, also in dem Sinne, es bleibt spannend und ich komme natürlich wieder zurück mit neuen Meldungen, sobald sich in meiner astrologischen Analysearbeit neue Erkenntnisse auftun. Und so bleibt es sicherlich spannend. Also, bis bald.